Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist diesmal Dragon Ball Z Boost Fury. Das tue ich doch. Gehen wir mal in den Singleplayer. Ja, ich habe hier mal angezockt, um zu gucken, ob die ROM funktioniert. Ich habe es auch mit einem anderen Emulator auch schon durch, aber funktioniert auf den. Zuvor in Dragon Ball Z, das Erbe von Goku 2. Son Gokus Sohn Son Gohan war in einem Kampf auf Leben und Tod und hat eine riesige ist okay. Nach vielen Jahren auf Turimel caused by Dr. Gero's Androids, the Earth was brought back to normal. Dachten sie doch. Doch eine Sache. Goku, der sich selbst tötete, der sich opferte, um Zell zu besiegen, konnte nicht durch die Power der Dragon Balls wiederbelebt werden. Und so beschwörten sie die Shenlong, ja. Den Anfang kann ich jetzt nicht so gut übersetzen. Aber den Rest von dem Dragon Ball. Aber den Rest von Dragon Ball müsste ich eigentlich gut übersetzen können. Wie gesagt, ich kenne die Buu-Sauger sehr gut. Oh mein Gott, was ist das denn? Irgendwo auf dem Planeten Erde wurde etwas sehr schrecklich am Schlafen. Und das Böse weiter unter dem Dragon Ball Z Boost Fury. Fury? 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 Kapitel 1. Die andere Welt. Ach, das Jenseits. Das Jenseits heißt im Englischen Man, while millions of light years above, along the winning track on Snake Way, Son Goku was anywhere to live in the other world. Jetzt habe ich jetzt kurz so noch vorgelesen. Schlangenfahrt. Ich weiß nicht, ob ich alles übersetzen kann. Ich habe vergessen, wie lang der Schlangenfahrt war. Ey, Meister Kaio, kannst du nicht schneller rennen? Wir müssen. We're not making very good time. Wir sind nicht gut in der Zeit. Wie oft muss ich sagen? Ich kann nicht. Wir können nicht in der Zeit falsch liegen. Weil in dieser Welt gibt's keine Zeit. Aber I still can't wait to see the Master's Tutor. Verdammt. Ich möchte mit ihm über die ultimative Kampf-Challenge reden. Ich muss dir sagen, Son Goku, du bist verdammt. Maybe if I explain you, no, I'm King Kai and I watch over the Earth and you part of space, but the universe. Ich lese doch in Englisch vor. Also jetzt den Anfang. Is divided into four quadrants. There's a and he's also a material arts. Ja. Say anything, Kai. Ja, hier ist das Menü. Das können wir momentan alles. Okay, machen wir es mal auf den. It take me too long or to cross Snakeway. I just walk. Yeah. Also von daher wird es das Spiel auch nicht blind sein. Oh yeah. Du. Kann ich die nächste Seele bitte? Hey, Herr der Unterwelt. Wie geht's dir? Nun, was tust du hier? Mein alter Freund Son Goku. Tot? Schon wieder? Son Goku, warte! I am going to have to put a leech on you. Meister Kaio, wie in aller Weltensnamen bist du gestorben? Nun, das ist eine lange Geschichte. Warte. Ich habe nicht viel Zeit für eine Geschichte. Ich muss gehen. Ich möchte. Nice. Schön, dich wiederzusehen, Herr der Unterwelt. Sag mir, wo ist der Planet? In der Türe links. Bist du sicher, du willst nicht einen Tee?
Ja, ja, ich bin mir sicher. Yeah. Okay. Warte eine Sekunde. Oh mein Gott, du hast den Körper noch. Was soll denn der Scheiß? Oh mein Gott! Ja, da guckst du doof, was? Ich bin eine Seele. Ja, guck mal, Leute, weißt du, die Leute, die ins Paradies fliegen, für einen fetten Flieger kriegen, ey. Jetzt passt mal auf, was wir für einen Scheißflieger kriegen. Oh mein Gott. Das ist der Flieger, der uns zum meist großen Kaios Planeten bringt. Was? Ich übersetze das nach meinem Willen. Sie wollen mich wohl. Sie machen wohl Scherz mit Meister Kaios. Das sieht ja aus wie ein Wrack. Grand Kai's Mansion. Das ist es, Son Goku. Der große Kaios Planet. Wirklich? Er sieht nicht nach viel aus. Weil, pass auf deinen Mund auf! Oh, Entschuldigung. Ich glaube, it's more than your planet. Verdammt. Son Goku, don't remind me. You are a very rude man. So where is it, this Grand Kai? I want to see him in fight. To tell you the truth, but... Ja, ist okay. Okay, machen wir jetzt erstmal hier ein Saving. Bep. Game, save it. Dude. Oh mein Gott. Schön, Sie zu sehen, Meister Kaio. Hallo, Olibu. Ich möchte jemanden vorstellen. Das ist Son Goku. Er ist neu hier. Hi, Olibu. Olibu ist von der Erde. Genau wie du, Son Goku. Er ist eine Legende. Auf das Gleiche. Er arbeitet schon 10.000 Jahre an seinem Training. Boah, verdammt, Kai himself. 10.000 Jahre? Does everyone have to train that long before they get to train with the Grand Kai? Ja! Du musst sehen, that you're perfectly qualified of... oh mein Gott. Ich verstehe. Nun, Son Goku, rede doch mit den Kämpfern hier. Nö, hab ich keinen Bock zu. Nö, lalala. Ich ignoriere euch einfach mal alle, weil ich das weiß, wie das Spiel geht. Erstmal. Yeah! Die legen wir an, weil wir sind dann zwar langsamer, aber wir leveln schneller. Equip to Goku. Ich muss mein Schuh mal tief verschieben. Hey, Son Goku, ist das? Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, ist okay. Ja. Viel Glück, Son Goku. Dankeschön. Ey, guck mal, das ist ein Neuling. Ich mach mich tot. Aua. Sterb. Und ich würde euch raten, hier auch erstmal so locker bis Level 70 zu leveln. Weil man ein hohes Level braucht halt. Zwar nicht noch nicht hier, aber später. Deswegen würde ich raten, levelt hier so hoch wie ihr nur könnt. Und wenn das Level nachher zu langsam geht, dann levelt es woanders. Oh meins. Mal gucken, ob ich schon anlegen kann. Jawohl. Crypto Goku. Bam! Und hier, wenn ihr ein Level up seid, könnt ihr hier auf A drücken, dann könnt ihr wählen. Ich mache jetzt erstmal ein Stärke, eins, zack, zack. So. Gehen wir noch hier rüber. Oh mein Gott. Unwichtige Nebencharakters. Yeah! Dort. Ich bin Son Goku, ja, was habt ihr, wollt ihr von mir, hä? Gehen wir nochmal zurück. Kamehameha! Oh yeah! Level 63 schon! Aber ist am Anfang auch nicht schwer. Das Max-Level ist 200. Aua. Von daher, Kamehameha! Oh yeah! Level 64. 9 Statuspunkte schon. Ach ja, ich habe solchen Fun auf dieses LP, deswegen
nehme ich das jetzt schon auf, und das dieser Let's Play, gleich nach meinem Let's Play von Dragon Ball Advance Adventure, was nur 8 Part beinhaltet. Aber sobald ihr dieses hört, ist das schon lange fertig hochgeladen. Kamehameha! Level 65. Ha! Aber ich level hier bis Level 70. Also wenn euch die Trainingskämpfe etwas zu langweilig sein, was es hier oft geben wird, könnt ihr ruhig ein bisschen vorspulen, aber dann verpasst ihr halt Kommentation und so von mir. Klatsch. Okay, hier runter. Aua. Bam. Level 66. Und ich werde jetzt auch dieses Let's Play wird, glaube ich, länger als 15 Minuten Pass beinhalten. Weil ich meine Stoppuhr momentan nicht mehr finde. Oh, was zu essen. Ah ja, da kann ich euch gleich noch eine neue. Hier gibt es jetzt auch Items. Also gab es das schon beim zweiten Spiel. Aber die hier könnt ihr auch während des Kampfes benutzen. Gab es ja auch beim zweiten Spiel nur die Sandzone. Aber die gibt es hier auch. Aber hier könnt ihr auch trinken und so kaufen. Das Trinken erhöht die Ki und das Essen halt das Leben. Bäm. Komm her. Aua. 67, noch 3 Levels leveln wir und danach machen wir weiter. Ach komm, wir, ich verpeile 2. Ich gehe jetzt mal in 2 Schritten. Die Statusen können insgesamt immer so hoch sein. Zum Beispiel, ich bin jetzt Level 67, da könnte Stärke zum Beispiel nur 67 hoch sein. Es geht immer nach dem Level, so hoch können die auch sein. Aua! Aua, von beiden Seiten. Oh, Geld. Zack. Das sind Zenis. Das ist die Währung von Dragon Ball. Und ja, ich bin ein richtiger Dragon Ball Nerd. Von daher kommen jetzt auch mal wieder ein paar. Jetzt kommen endlich mal. Weil ich habe mir momentan auch wieder meine Dragon Ball Z Phase. Also, ich spiele momentan 10 viele Dragon Ball Spiele. Oh yeah. Final Fantasy 7 habe ich auch noch ein paar auf Vorrat. Von daher, das kommt demnächst wieder. Oder wird schon lange hochgeladen sein, die Parts, wenn das hier zu hören ist, XD. Oh, nein! Verdammt! Egal. Was wollt ihr, hä? Kommt her, ich bin Son Goku. Kamehameha! Moins. Und ich spiele das Ganze mit Controller, wie immer. Kamehameha. Ich verarsche. Oh ja, ich zeige euch schon eine neue Fähigkeit. Momentale Teleportation. Zack, zack, okay. 2 Lebenszeit. 2 Suppen. 2 Essenssachen. Das ist gut. Dim. Dim. Oh nein, egal. Dim. Dim. Aua. Blum. Dim. Goku hat Level 69. Nur ein Level, Leute. Oh, Milch. Das hier halt zum Beispiel unsere Ki. Okay. Und ey, ich wusste gar nicht, dass man damit als Combo machen kann. Das ist cool. Aber verbraucht halt momentan Teleportation, verbraucht halt sehr viel Ki. Von daher würde ich das nur in äußersten Notfällen verwenden. Oder wenn ihr mal höheres Level seid und mehr Ki habt. Oh yeah. Aua. Zack. Blüm. Okay, jetzt müssen wir insgesamt noch ein paar Gegner oder so töten, dann sind wir auch schon Level 70. Level. Ja, Leute, ich pausiere mal ganz kurz den Part. So, Pausierung vorbei. Level 70. Oh yeah. Okay, jetzt verteile ich die noch. 1, 1, 1. 2. 2. 1. Zack. Was willst du, hä? Ich bin stärker als du, ja? Okay, und jetzt können wir ruhig weitergehen in die Gegner. Ich mach mal eine richtige Kombo. Ach, kommt doch her, ihr Noobs.
ohne euch. Fast. Wo ging es hier nochmal lang? Ah ja, hier. Oh Gott. Sehr interessant. Olibo, was machst du denn hier? Ich dachte, ich gucke mir deine... Bist du bereit für einen richtigen Kampf? Ja, klar. Okay, du hast gewonnen. Ich gebe auf. Sag mir, ich habe eine Idee. Folge mir. Ja, dafür müsst ihr nämlich mindestens Level 65 sein, um damit zum Goku reinzukommen. Aber ich habe mich schon auf Level 70 gelevelt für eine spätere Tür von Son Goku. Dim. Ja, ja, die kriegst du nicht auf. Bam. Ich muss mal kurz Milk trinken. Ich muss nämlich die momentane Teleportation jetzt genau jetzt an. Oh mein Gott. Guter Job. Um die Türe aufzusprengen. Das ist ganz schön. Es ist der stärkste Metall im ganzen Universum. Dann kann er mehr haben, weil er ist nicht stark genug. Ist stark, aber ich denke nicht, es kann das hier zersprechen. Ach was, wozu habe ich die hier? Yeah! Erstaunlich, Son Goku. Ich habe mal einen Yatrat getroffen, der diese Technik nutzte. Du bist sehr im... Ich hasse es. Paikon ist der beste Fighter! Son Goku ist der beste Fighter! Paikon! Son Goku! Paikon! Son Goku! Wow! Sieht aus, als wären alle Kaios hier. Hallo, Meister Kaio. Warum, wieso schriest du meinen Namen? Ich habe eine Diskussion mit dem westlichen Kaio gehabt. Er sagt, Paikuhan ist der stärkste Kämpfer im Universum. Du musst wissen, Paikon ist der Prinzkämpfer vom westlichen Universum. Oh mein Gott, ich hasse es. Ja, den Anfang kann ich nicht übersetzen. Ich kann nur hier die Story selber, glaube ich, versuchen zu übersetzen, aber den Anfang. Aber so, oh mein Gott, nur Freezer war kein Problem, aber Cell. Ach komm schon, Goku, den hast du eigentlich auch Platz gemacht, nur durch den Scheiß. Hey Jungs, ja, das war doch ein Turnier und so. Oh, did I hear something? Großer Meister Kai, Grand Kai. Ja, er hat seine eigene. Oh mein Gott. The Terminator will be healed in my house. Okay. Okay. Oh, ich wollte noch gar nicht safen. Ich wollte erstmal hier. Equip die Brust anziehen. Equip to Goku. Und nun saven. Hoffentlich funktioniert. Bitte. Jawoll! Weil ich benutze jetzt einen normalen Visual Boy, nicht den Visual Boy Link, mit dem ich das durchgezockt habe. Und so begann das Turnier, der erste Kampf. Sag mal, was willst du? Rutsch! Ja, Son Goku muss gegen so einen Arsch kämpfen. Noob. Rook und Magrikiko. Son Goku und Aqua. Arqua. Hier bin ich. Nein, doch hier. Und jetzt bin ich hier. Wie Son Goku den am Verarschen ist. Und jetzt. Und am Ende des Turniers kam es soweit. Son Goku und Paikuhan, wer wird gewinnen? Natürlich ich, Son Goku. Sehr verdammte von der westlichen Galaxie. Paikuhan und von der nördlichen Galaxie. Der Neukömmling Son Goku. Wer wird der Beste sein? Okay, komm her. Oh. Momentan Teleportation. Komm her. Kommst du woher? Ja, wir können auch blocken, Paikuhan. Alter, Kamehameha.
du hast ziemlich viel Stand, Pokémon, was? Das ist nicht deine volle Stärke, habe ich recht. Du hast recht, Goku. Ich bin beeindruckt. Ich habe mich auch zurückgehalten. Ja. Um ein Super Saiyan zu werden, drücke die L-Taste und switch. Um zum Super Saiyan presst die B-Button. Jetzt sind wir schon noch stärker. Ja, wenn wir jetzt hier das Z drücken. Ja, ist okay, Pokémon. Bam, gewonnen. So schnell geht der down. Und Son Goku hat gewonnen. Eigentlich. Pokémon hat den neues außerhalb des Reges gelandet. Song und das mehr und das bedeutet Son Goku ist der Gewinner und Champion vom jenseitigen Turnier. Du bist wirklich ein großartiger Kämpfer, Son Goku. Ich muss weiter trainieren, um dich zu besiegen. Bei der nächsten Chance. Danke für einen großartigen Kampf, Pokémon. Einen Moment, bitteschön. Son Goku und Pokémon, sie haben die Regeln des Turniers gebrochen. Und sie sind beide disqualifiziert. Hä? Das heißt richtig, Son Goku. Du und Pokémon haben die Decke berührt. Die Decke? Oh ja, da war was. Nun, laut Artikel 3 Sektor 9, Paragraph 1951 auf den im Regelbuch heißt es, man darf nicht die Decke des Rings betreten. Also wirklich, was soll denn der Scheiß? Finde ich nicht schön. 200 Jahre? Okay, ich bin da. Das ist nur eine Ausrede. Puh, ich kann ihm noch gar nichts mehr beibringen. Was soll ich denn sonst noch tun mit dem? Kapitel 2, großer Fireman. Großer Fireman! Son Gokus Haus. Jahre später auf der Erde, Son Gokus und Son Gohan ist zu einem Jungen. Der Junge, der die Welt vor Cell rettete, ist ein Teenager geworden und hat nun keine Sorgen mehr. Und ist nun. Ja, ist okay. Ja Leute, ich würde auch sagen, ich beende hier den ersten Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss.